Willkommen zum Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Unser Thema heute: Oberflächenspannung. Wenn wir uns in ein Teilchen an einer Oberfläche hineinversetzen, erfahren wir eine resultierende Kraft in das Innere der Phase. Diese resultierende Kraft lässt sich beispielsweise durch eine derartige Apparatur mit Flüssigkeitslamelle und beweglichem Bügel messen. Aufgrund dieser Kraft wird Arbeit benötigt, um eine Oberfläche zu vergrößern. Wir nennen den Quotienten aus aufzuwendender Arbeit und neu geschaffener Oberfläche Oberflächenspannung Gamma. Die Oberflächenspannung wird mit zunehmender Temperatur geringer. Die Erzeugung eines Quadratmeters Wasseroberfläche erfordert bei 15 Grad 73,49 Millijoule, bei 30 Grad sind es nur noch 71,18 Millijoule. Je höher die Temperatur, desto geringer ist die Oberflächenspannung. Am kritischen Punkt wird die Oberflächenspannung gleich Null. Ab hier gibt es keine Oberfläche mehr und alle Phänomene, die mit der Oberfläche zu tun haben, sind verschwunden. Die Oberflächenspannung kann auch als Quotient aus Kraft und Länge formuliert werden. Die Kraft, die in der Oberfläche wirkt. Wir ersetzen in der Gleichung Gamma gleich dW durch dA die Arbeit W durch das Produkt Kraft mal Verschiebung und die Fläche A durch Länge mal Verschiebung und erhalten Gamma gleich Kraft durch Länge. Mithilfe dieser Definition können wir formulieren, entlang einem Meter Wasseroberfläche wirken 72 Millinewton sowohl nach rechts als auch nach links. Und damit wird die Oberfläche zusammengehalten. Verglichen mit organischen Flüssigkeiten besitzt Wasser eine relativ große Oberflächenspannung. Ethanol besitzt etwa mit 23 mN pro Meter nur ein Drittel der Oberflächenspannung von Wasser. Die Vergrößerung einer Oberfläche erfordert Arbeit. Die Verkleinerung von Oberfläche setzt Arbeit frei. Folglich streben alle Oberflächen nach einer geometrisch günstigen Form. Diese günstigste Form ist die Kugel. Die Kugel besitzt bei gleichem Volumen die kleinste Oberfläche. Wenn keine anderen Faktoren dagegen sprechen, sind Oberflächen Kugeloberflächen, also Minimalflächen. Mehrere kleine Kugeln haben eine größere Oberfläche als eine einzige volumengleiche größere Kugel. Also streben Flüssigkeitströpfchen danach zu agglomerieren. Auch Oberflächen, die aneinander stoßen, werden sich so lange verändern, bis eine Struktur minimaler Gesamtenergie entsteht. Deshalb existieren zum Beispiel in einem Schaum nur 120 Grad Winkel zwischen den Flächen, denn nur dann kompensieren sich die Oberflächenkräfte zu Null. Vektorielle Addition. Die Kanten in einem Schaum treffen sich exakt im Tetraederwinkel, 109 Grad, aus dem gleichen Grund. Wenn auf beiden Seiten einer Oberfläche rechts und links oder oben und unten, je nach Orientierung, der gleiche Druck herrscht, dann ist die Oberfläche nicht gekrümmt. Druckunterschied Delta P gleich 0 bedeutet keine Krümmung. Wenn aber eine Krümmung einer Oberfläche vorliegt, dann muss eine Druckdifferenz zwischen der konkaven und der konvexen Seite existieren. Auf der konkaven Seite muss immer ein höherer Druck herrschen als auf der konvexen Seite. Die Oberflächenspannung nimmt ab, wenn die Temperatur zunimmt, bis zum kritischen Punkt. Edfisch hat diese Beziehung quantifiziert. Er hat die Oberflächenspannung zunächst normiert auf eine Teilchenanzahl. Dazu multiplizierte er die klassische Oberflächenspannung Gamma mit einem Faktor, der den Flächenbedarf pro Teilchen ausdrückt. Dieser Faktor errechnet sich als Molvolumen hoch 2 Drittel. Das Resultat ist die sogenannte molare Oberflächenspannung Gamma M, die linear mit der Temperatur abfällt. Der Schnittpunkt mit der Abszisse ist dann die kritische Temperatur. Wir fassen zusammen, die Oberflächenspannung ist definiert als Arbeit, die notwendig ist, um eine Oberfläche, um die Fläche A zu vergrößern, oder als Kraft, die in einer Oberfläche senkrecht zur Länge L wirkt. Oberflächen tendieren dazu, sich zu minimieren. Bei gekrümmten Oberflächen muss ein Druckunterschied zwischen der konkaven und konvexen Seite vorliegen. Die Oberflächenspannung
nimmt mit zunehmender Temperatur ab, am kritischen Punkt jetzt hier gleich 0. Danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.